Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Xbox Unboxing und diesmal habe ich hier etwas ganz Besonderes dabei und zwar die Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Jumbo Steelbox Edition. Wir werden uns mal anschauen, was uns draußen erwartet und dann werden wir gemeinsam hier dieses Siegel einmal aufbrechen. Das habe ich vorher noch nicht gemacht, das wollte ich mit euch zusammen machen und dann schauen wir uns mal an, was uns drin erwartet. Fangen wir mal ganz vorne an mit dem Slipcover, was hier in dieser Steelbox Edition drum gezogen worden ist. Vorne finden wir das typische Flight Simulator Fun 2024 Key Art, die bei allen Editionen dementsprechend gleich ist. Nur hier unten, da sehen wir unter dem goldenen Schriftzug oder in dem goldenen Schriftzug steht Premium Deluxe Edition, was uns dementsprechend darauf hinweist, welche Edition wir haben. Die könnt ihr natürlich prinzipiell auch online kaufen, ist überhaupt kein Problem. Allerdings in dieser schönen Jumbo Steelbox Edition, so wie ich sie hier habe, wir gucken uns ja gleich an, was hier drin ist, findet ihr sie allerdings nur beim Händler, beim Spielehändler eures Vertrauens. Also wenn euch das jetzt gleich zusagt, dann solltet ihr nach dem Video auf jeden Fall mal nachgucken, ob euer Händler das vorrätig hat. Okay, dann lasst uns doch mal gucken, was wir hier drauf sehen können. Auf der linken Seite unter dem sehr hübschen USK-Logo sehen wir bereits eine erste Szene aus Red Bull Air Races, was uns auch ein bisschen darauf hinweist, dass wir ähnlich wie wir es bei Reno Air Races ja machen konnten, was mit dem Flight Simulator 2020 eingeführt worden ist, auch wieder an Rennen teilnehmen könnt. Nur was jetzt diesmal neu hinzugekommen ist, ist eine spezielle Challenge League, in der ihr euch gegen andere Piloten messen könnt und könnt dann deren Zeit oder erreichte Punktzahl in speziellen Events schlagen und somit dementsprechend eure Fähigkeiten in der Manövrierung eines Flugzeuges unter Beweis stellen. In der Mitte sehen wir eine Szene, Brandbekämpfung. Ich würde sagen, das ist eine Canadian Air CL450, wenn ich mich nicht recht irre, die traditionellerweise ja für die Brandbekämpfung eingesetzt wird. Und daneben sehen wir einen Eurocopter. Ich bin da jetzt nicht so ganz drauf, welcher das ist. Aber der Eurocopter hier, wir sehen es auch hier wiederum an der Szene, wird typischerweise eingesetzt für Such- und Rettungsmissionen, was wiederum ein Hinweis darauf ist, was uns im Microsoft Flight Simulator 2024 erwartet. Denn ihr habt die Möglichkeit, tatsächlich einen eigenen neuen Karrieremodus einzuschlagen. Ihr könnt euch also als Feuerwehrmann oder als Rescue-Pilot hier bewerben und dementsprechend verschiedene dynamisch generierte Missionen fliegen. Ihr könnt aber auch genauso Fracht transportieren, wenn euch das interessiert. Oder halt einfach mal Platz in einem Jet nehmen, kleinen Charterjet und da einfach VIP-Personen von einem Ort zum anderen fliegen. Also tatsächlich auch eine Möglichkeit, das Ganze spielerisch ganz anders mal kennenzulernen, als es klassischerweise vorher immer der Fall war. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal gemeinsam an, was uns im Inneren erwartet. Da würde ich sagen, öffnen wir das einmal und guck mal, wie das aussieht. Wow. Schön. Das ist also, man sieht schon, das ist aber dieses typische Flight Simulator, die typischen Flight Simulator Farben. An der Seite auch nochmal ein schönes Flight Simulator Logo angebracht. Also es macht wirklich einen sehr wertigen Eindruck. Hinten schlicht gehalten, finde ich gut. Und dann würde ich sagen, das schauen wir einfach mal rein, was wir hier haben. Also erstmal, stell dich deiner Berufung. Haben wir hier eine Nachricht von Jörg Neumann, der Chefentwickler mit vom Flight Simulator, also in dem Fall von den Asobo Studios, die ja seit 40 Jahren nunmehr den Flight Simulator mit begleiten und deren natürlich für die die Community wahnsinnig wichtig ist und an erster Stelle steht. Also hier schon mal eine erste Willkommensnachricht vom Flight Simulator Chef Jörg Neumann, sorry an der Stelle. Dann haben wir hier einen Badge Holder. Mal vorsichtig rausnehmen. Haben wir hier also ein wirklich schönes Flight Simulator 2024 Lanyard. Hier haben wir einen Badge Holder.
den man ja dann sehr schön verwenden kann, wenn man sich seinen eigenen Flight Simulator zusammenbauen möchte zu Hause mit verschiedenen Monitoren oder irgendwas, kann man sich das ja da irgendwo hinhängen. Dann macht das sicherlich noch eine Menge aus. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Und da drin wird natürlich jetzt der Code sein. Und so ist es hier auf der Rückseite. Ich halte ihn jetzt nicht in die Kamera an, beziehungsweise ich kann ihn ja so in die Kamera halten. Hier haben wir also unseren 5x5-stelligen Produktcode und können den jetzt natürlich für Xbox Series X und S und für unseren Windows-PC einlösen und dementsprechend das Ganze natürlich dann auch auf unseren jeweiligen Geräten verwenden. Finde ich also eine sehr schöne Geschichte, zum Beispiel für Hardcore-Fans, die die Serie schon sehr, sehr lange verfolgen. Oder wie jemanden wie mich, der ja mit dem Flight Simulator 2020 erst in dieses Universum eingetaucht ist. Ich habe das vorher nie gespielt. Und erst durch die Möglichkeit, das jetzt auch auf meiner Xbox spielen zu können, bin ich da so rangeführt worden und fand das wahnsinnig interessant. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und auch für mich könnte das hier ein schönes Geschenk sein, beziehungsweise ist es ja auch. Ich habe es ja jetzt geschenkt bekommen. Freue mich dementsprechend sehr drüber, dass ich das machen, dass ich hier mir das mal anschauen konnte. Und somit fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben also den Badgeholder, wir haben das Lanyard. Hier auch noch mal sehr, sehr schön. Vielleicht sieht man das hier auch in der Kamera. Die Halterung, wo auch noch mal Flight Simulator drauf graviert ist. Und somit tatsächlich überall das Logo wiederfinden. Worum geht's eigentlich Microsoft Flight Simulator? Also erstmal ist es ein komplett neues Spiel, es ist also kein Upgrade oder irgendwas, sondern es ist wirklich von Grund auf neu designt worden. Es ist sehr dynamisch, ihr habt da drin wirklich mehr Leben als denn je. Ihr habt Realtime Air Traffic, auf den Weltmeeren ist richtig was los. Ihr habt menschliche Aktivitäten. Ihr könnt jede Menge Tiere entdecken, die auf der Welt unterwegs sind. So, also zusammengefasst, es ist also sehr lebhaft, das Ganze. Ihr könnt überall landen, wenn ihr Lust und Laune habt. Wirklich könnt ihr euch überall mit der passenden Maschine dementsprechend auf den Grund bewegen und könnt auch aussteigen und könnt zum allerersten Mal in der Geschichte des Microsoft Flight Simulator die ganze Welt auch per Fuß erkunden. Und diese Welt, die sie da geschaffen haben, ist wirklich der best kreierte digitale Klon der echten Welt. Also es gibt kein anderes Spiel schon mal, also kein anderes Spiel schon mal gar nicht, aber auch so kein nichts anderes, was aktuell die Welt so detailliert digital wiedergibt, wie es der Microsoft Flight Simulator macht. Abgesehen von dem, was hier in der Jumbo Steelbook Edition enthalten ist, beinhaltet die Premium Edition natürlich auch noch neben den bereits 65 enthaltenen Flugzeugen noch weitere 20 Flugzeuge und zu den 150 handgefertigten Flughäfen kriegt ihr nochmal 10 Stück obendrauf, die ihr ebenfalls anfliegen könnt. Also tatsächlich eine schöne größere Auswahl an Flugzeugen und Flughäfen, die euch zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass euch das Video einen kleinen Einblick gegeben hat in das, was ihr euch hier erwartet. Das Ganze ist halt nur als Limited Edition aktuell erhaltbar. Wie lange das im Handel sein wird, kann ich an der Stelle nicht sagen, wie es natürlich immer so ist bei solchen Jumbo Steelbox Editionen oder generell bei solchen Auflagen. Die sind natürlich immer limitiert. Also sollte man sich, wenn man Bock drauf hat, sich tatsächlich aufmachen, um sich eins zu kaufen. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall einen weiteren Inhalt zum Flight Simulator definitiv noch auf den Kanal stellen. Da dürft ihr sehr gespannt drauf sein. Und freut mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Flight Simulator, schreibt uns gerne in die Kommentare oder schaut auf xbox.com, wenn ihr dort weitere Fragen, wie gesagt, habt. Ansonsten danke ich euch. Bis dann. Ciao.